Morgens um 4:30 beginnt für die Wanderarbeiter in der Hauptstadt der Kampf um einen Job. Es ist ein Kampf ums tägliche Überleben. Wang Kui hat es eilig und er will eigentlich keine Fragen beantworten. Er will einen Auftrag. Es ist schwer, einen Job zu finden. Warum? Wegen der Pandemie. Manchmal haben wir nur wenige Tage im Monat Arbeit. Wang Kui lebt seit vielen Jahren in Peking. So schlimm war es noch nie. Viele Bezirke sind im Lockdown. Er hat nur seine Körperkraft zu bieten. Ein paar hundert Euro im Monat verdient er, zu wenig zum Leben. Es reicht einfach nicht. Auf dem Markt vorne bieten sich die Wanderarbeiter an und finden keine Arbeit. Wegen der Pandemie sind viele Fabriken zu. Sie brauchen uns nicht. Die Imbissläden bieten ein billiges, kräftiges Frühstück an. Drinnen sitzen die Wanderarbeiter und löffeln für 20 Cent Bohneneintopf. Auch die Geschäfte in der Suppenküche laufen schlecht. Wie geht es Ihnen? Nicht gut. Keine Kunden. Jeden Morgen kommen Hunderte von Tagelöhnern auf den Marktplatz von Qinghuajiang, etwa 30 Kilometer außerhalb von Peking. Sie nehmen jeden Job an. Straßen reparieren, Bäume pflanzen, Dreck aufsammeln, Gebäude reinigen. In China gibt es noch 292 Millionen Wanderarbeiter. Sie verlassen ihre Heimat, um in den reicheren Großstädten Geld zu verdienen. Wenn ich nichts finde, dann muss ich mir etwas überlegen. Bis wann gibt es denn noch eine Chance? Nach 6 Uhr wird es schwierig. Herr Zhou hat nichts gefunden und ist bereit, uns zu zeigen, wie er wohnt. Er ist 55 Jahre alt, lebt seit Jahren in Peking und kommt aus der Nachbarprovinz Hebei. Er war einmal Bauer und hoffte auf das Glück in der Hauptstadt. Ich hatte einen kleinen Hof. Damit konnte ich rund 800 Euro verdienen, musste davon aber noch die Arbeiter bezahlen. Danach blieb fast nichts für mich zum Leben. Deshalb bin ich Wanderarbeiter und bestelle nicht mehr mein Feld. Seine Kammer kostet ihn knapp 45 Euro. Er teilt sie sich. Doch die Pandemie bedroht ihn. Manchmal hat er nicht genug zu essen. Vor Corona habe ich fast 1.600 Euro im Monat verdient. Da ich jetzt nicht jeden Tag einen Job finde, komme ich gerade mal auf 290 Euro. Es ist schwer, davon zu leben. Das offizielle China will nicht über die herrschende Ungerechtigkeit im Land sprechen. Der Reichtum in den glitzernden Hochhaustürmen blendet die Gesellschaft. Ein Problem für die kommunistische Partei, die Gleichheit predigt. Die Null-Covid-Strategie der kommunistischen Partei versagt und schadet der Wirtschaft des Landes. Präsident Xi hält an ihr fest, das schadet seinem Machtimage. Xi Jinping hat persönlich Haftung für diese Null-Covid-Strategie übernommen. Wenn diese Strategie jetzt scheitert, dann leidet seine Reputation als effizienter, allwissender, allkontrollierender Herrscher. Es ist 6.30 Uhr morgens, viele werden jetzt unruhig. Die Busse, die mit Unternehmer vorfahren, die Jobs anbieten, werden belagert. Es ist einfach, Arbeiter zu finden. Es gibt zu viele. Wieder keinen Job zu finden, das heißt kein Geld, das sie ihren Familien daheim schicken können. Und oft heißt es auch zu hungern. Ich habe niemals ein richtiges warmes Essen. Ich esse jeden Tag nur trockenes Brot, niemals Fleisch oder Reis. Jeden Tag nur Brot zum Frühstück, zum Mittag, abends Nudeln. Solche Szenen von armen, verzweifelten Menschen wollen Pekings Machthaber der Welt nicht zeigen. Denn offiziell hat kein Land die Pandemie besser im Griff als China. Haut ab! Haut ab! Den Mann mit der schwarzen Jacke hat die Stadt Peking geschickt. Er soll die Wanderarbeiter vertreiben. Haut endlich ab! Die dürfen sich hier nicht versammeln. Hören Sie auf, mich zu filmen. Hören Sie damit auf. Wer sind Sie? Das geht Sie nichts an. Sie verletzen meine Rechte. Und dann geht er wieder los, die Wanderarbeiter zu verscheuchen. Alle Leute, die einen Job suchen, hauen ab. Schnell.
Eine Arbeiterinnentruppe ist zum Pflanzen angeheuert. Ehefrauen, Mütter, Großmütter, die meisten weit über 50, werden jetzt für die nächsten 8 Stunden für 14 Euro Erde umgraben. Ein neuer Industriepark soll entstehen, der Chinas schwächelndes Wirtschaftswunder befeuern soll. Der Aufseher passt auf, dass die Arbeiterinnen sich nicht beschweren. Die antworten vorsichtig. Ich vermisse mein Zuhause, aber ich habe keine Wahl. Die Wanderarbeiter machen die täglichen Jobs, die die wohlhabende Mittelschicht nicht will. Sie sind so etwas wie der Maschinenraum, der das Leben in den Hochhäusern angenehm macht. Am Boden muss der Traum vom Aufstieg hart erarbeitet werden. Millionen von Wanderarbeitern wie Herr Joe kämpfen ums Überleben. Die Pandemie macht das noch schwieriger. Ich wünsche mir, mehr Geld zu verdienen. Ich will nach Hause zu meiner Frau und zu meinem Enkelkind. Die Familie ist das Wichtigste. Aber um sie zu unterstützen, muss ich immer fort. Herr Joe wird morgen wieder zum Markt gehen und sich anbieten. Ab 4.30 Uhr. Mit all den anderen. Sie hoffen, dass bald die Pandemie zu Ende geht und dass es dann vielleicht wieder Jobs gibt.